Etwas stimmt nicht. Ich kann nur nicht genau sagen, was. Hi. Irgendwas zu berichten? Ich schlafe hier gleich ein. Bewegung, da! Au! Aber so nicht! Du kommst mit mir mit. Sieht sie wer? Ich bin sie auf. Nur wir? So. So nicht. Wo ist denn Nummer 2? Hier liegt sie. Du bist also wieder da. Hi. Oh. Nicht auf. Das ist auch irgendwie buggy, oder? Dass die Wagen wieder voll sind und dann... Halt, da ist was. Da war was drin. Wo muss ich da jetzt hin? Was hast du? Hier ist nix. Da oben mal. Keine Ahnung. Echt jetzt, ey, Leute. Nein, du sollst den da. Gut, sag mal.
So, jetzt komm her. Ach, da bist du schon. Du gehörst mir. Runter mit dir. Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Haben wir. 287. Modul 287. Ein Datenmodul geborgen aus einer bla 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 kompatibles Gerät. Okay. Steht immer dasselbe dran. Aber haben wir. Finde einen Ort. So. Flughorn Primärnerv. Machen wir jetzt mal noch nett, aber da. Düsele der Kunden. Ich komme. War schon wieder eine Drohne. Das ist eine andere. Das ist dieselbe, oder? Ist dieselbe, die ist nur respawned. Ich könnte Säure einsetzen. Rollrücken! Eine schwer gepanzerte Transportmaschine, die einen Rollangriff starten kann. Ihr Schwerkraftgenerator ermöglicht ihr, abgerissene Rüstungsplatten wieder zu befestigen. Die cheatet? Das ist eine Cheatometer-Maschine. Weg. Oh. Weit rutscht. Aus welcher Brutstätte kommst du? Wie könnt ihr mir zeigen, wie man dich überbrückt? Klappt garantiert! Ohoho, jetzt gehen wir aber flinten! Füchsle, geh mal auf die Seite, du! Echt jetzt? Tamika, warum sollst nur du cheaten dürfen? Was? Genau, weil Tamika gerade kommt. Tamika, danke an die Erinnerung. Wir müssen noch skillen. Ich habe gestern, nachdem ich bereits für YouTube Tschüss gesagt habe, gesehen, ich habe 33 Fertigkeitspunkte. So, das werden wir nachher auch noch tun. Ich will doch nur zu dem Lagerfeuer hier. Na, Tamika, wie war dein Start in die Woche? Wieder sehr müde? Ach komm schon. Gib doch Ruhe. Könntet ihr eventuell von mir loslassen, dass ich speichern kann und weiterlaufen? Das wäre super geil. Glaub, das wird nichts. Glaube, ich muss mich da mal flugs weiter wegschleichen. Siehst du, ohne zu skillen kommst du in dem Gebiet klar, das geht nur mit Cheaten. Nein. Ich bin ja gerade erst in das Gebiet.
Wollen Taube. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Nee, du gehst jetzt weg da. Ich will nur speichern. Mach dich weg. Dankeschön. Tschüss. Oh, hey, Onkel Lexi. Oh, der gute Herr hat fast schon Aim. Nö, nicht wirklich. Na, Onkel Lexi, wie geht's dir? Oh, geh weg von mir. Sagt es fast. Dein Modus blau. Renn mal, ich muss in die Richtung. So, was habe ich jetzt wieder überall hier drüben? Haben wir unbekannt. Da gehen wir mal hin. Bisschen erkunden. Bist ein Fuchs, ne? Da war ein Kanickel. Na, guck mal. Und mich wundert es ja, dass das Zeug hier überall rumliegt und die Kisten keiner aufmacht vor uns, ne? Geht soweit, mal keine Albträume gehabt oder alle zwei Stunden pipi müssen die Nacht, aber die Sehnsucht nach dem guten alten Zeit triggert sehr. Oh, welche gute alte Zeit? So, worauf beziehst du dich da jetzt? Meinst du vor Pandemie oder was anderes? Wobei gut, nur bald mal Nachtschicht. Wobei Nachtschicht mochte ich tatsächlich immer. Frühschicht habe ich immer mega gehasst. Haha. Tut mir leid, Geier. Aber dich habe ich gesehen. Reichhaltiges Fleisch, na toll. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? Dahinter wollte ich. Oh, was haben wir denn da? Hier? Wasser beschießen. Ach, hier haben wir schon wieder so ein Ding. Dackelschnauze. Was haben wir denn da? Noch eine. Nein. Die enthält bestimmt Daten, wenn ich bloß an sie ran könnte. Die Drohne muss runter, um die Daten abzugreifen. Ich könnte draufspringen. Oh. Ab nach unten. Oh, ist fein. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Überwachungsdrohnenmodul, okay. 143. Ja, da steht wieder dasselbe drin. So, was haben wir denn hier noch?
Wir haben noch ein Stückchen vor uns. Wir kommen direkt an dem Langhals vorbei. Nochmal andermal. Eigentlich heißt es nur noch vor sich her vegetieren. Nö, nö. So genau nehmen wir das hier nicht. Bleib da! Reicht jetzt? Rennen? Sie klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Spuren? Spuren? Schwierig, in dem Staub was zu sehen. Hier war doch gerade eine Ente, oder? Jetzt. Herr Onkel Exi, so viel zum Thema Aim. Nussbricker Skorpion? Ich weiß nicht. So. Siehst du, Onkel Exi, nicht mal schreiben kann ich mehr. Perfektionistenkrankheit. Bei Nachtschicht ist die beste Schicht, brauchst nicht zu schlafen und tagsüber hast du Zeit. Wenn ich könnte, würde ich Dauernachtschicht machen. Habe ich früher das ja auch gern gemacht. Auf jeden Fall um einiges lieber als Frühschicht. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Reliktruine gefunden. Eine Ruine der alten Welt, in den Fels gebaut. Was da wohl drin ist. So, haben wir aufgedeckt, machen wir jetzt mal nicht. Was haben wir denn hier? Wüste. Ein Rebellenaußenposten. Ich muss den Anführer finden und verhindern, dass sie noch mehr Schaden anrichten. Haben wir den aufgedeckt? Hammer. Oh, hier haben wir noch ein Maschinenrennen. Hinten haben wir noch ein Fragezeichen. Was haben wir denn hier? Ach, Rohstoffbeutel. Machen wir später. Wenn du heute Frühschicht machen würdest, würdest du sterben. Warum? Wo man noch jung war und arbeiten konnte, wo man seine Träume verwirklichen konnte und nicht wie jetzt nur noch vor sich hin vegetieren. So schlimm bei dir? Ich meine, gut, ich bin ja mittlerweile auch ein körperlicher Schrotthaufen. Aber ich orientiere mich halt anderweitig um. Gibt immer eine Möglichkeit, man muss nur gucken. Nach vorne gucken und nicht aufgeben. Ein Blick auf die Siedlung. Sie behalten wohl den Feind im Auge. Siedlung? Oh, Siedlung. Wir haben gehen mal in die Richtung. Ich bin mal neugierig. Was ist da drüben?
9 Monate alten Kind wird tags schlafen schwer. Von tags schlafen hat sie nichts gesagt. Eine Tenak-Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Wir sind jetzt mal ganz vorsichtig neugierig. Ehre und keinen Schritt weiter. Die Tenak dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verschaf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. War ich nicht gerade schon drin? Hätte es war das hier wohl. War ich wohl doch noch nicht drin. Ja, Tigerle, hier ist die Frage, wie weit man von seinen Träumen abweichen oder Kompromisse eingehen will, kann. Ich will sie nicht aufgeben und hänge halt dran. Ja klar, das ist halt immer, ne? Sage nicht, dass es leicht ist. Da können wir nichts sagen. Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Der richtige Kampf ist der Streit mit dir. Viele Verwundete. Was ist los? Wir schauen mal, was los ist. Hey! Hört zu, ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde aus der Gesandtschaft. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter. Er gehörte zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen, also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakkar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Das meine ich aber auch. Nein, noch nicht, Tamika. Kommt noch. Wasser? Na, erstmal die Herde. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Oh. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Donnerkiefer, wir werden sehr schnell skillen. Und Onkel Exi, das ist richtig, ja? Wenn es einfach wäre, würde keiner mehr kämpfen. So, Wasser. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Kommandantin?
Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Ja, so kann man es auch sehen, der Kaplan. Er hat dich Kaplan genannt. Was heißt das? Es heißt, dass ich unsere Jugend und Brüder in vielen Schlachten überlebt habe. Deshalb berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Regalas Streiter. Kanntest du Regalas Streiter, Groda? Er gehörte zu uns. Genau wie Regala, der Stolz des Wüstenclans. Warum greift sie ihre eigenen Leute an? Sie fühlt sich hintergangen. Regala war legendär im Clan, furchtlos und unnachgiebig. Eine Marschallin von Hekaru, Häuptling aller Tenakt, sein fleischgewordener Wille. Und was war dann? Dann bat der Kaja-König um Frieden und Hekaru stimmte zu. Regala wollte Bezahlung, die den Gräueltaten der Kaja entsprach. Ein Tenaktreich, das bis in den Osten reichte. Also hat sie Hekarus Entscheidung angefochten. Er hatte keine Wahl und musste gegen sie kämpfen. Hekaru gewann. Sie hätte durch seine Hand sterben sollen. Doch er ließ sie am Leben. Für einen Tenakt ist diese Gnade eine bittere Pille. Jetzt, wo sie Maschinen reitet und Marschälle tötet, können wir ihre Lager in der Wüste vielleicht nicht länger ignorieren. Niemand aus dem Wüstenclan rührt diese Lager an. Das ist eine Sache zwischen Regala und Hekaru. Wenn der Häuptling ein Anführer ist, setzt er sich durch. Oder er macht jemanden Platz, der geeignet ist. Das ist aber hart, oder? Hm, so ist die Wüste. Die Maschinenherzen? Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Na komm, komm mal los. Hier. In Ordnung. Gehen wir zur südöstlichen Schlucht. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf dich und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. So, warte mal, die Jagd gegen Durst. Folge Draka, da brauchen wir. Zeig. Und wir gucken uns das später weiter. Fremde uns hilft, unser eigener Clan aber nicht. Und Yetaka wagt es mir zu sagen, dass die Kommandantin einen guten Grund hat, streng mit Wasser zu sein. Glaubst du das nicht? Ich glaube, dass sie immer über die Wasserknappheit in der Wüste redet. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Nein! Ich glaube, sie waschen sich damit die Hände. Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der sich mit Mangel auskennt. Der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich vermute, du meinst dich selber. Ich lebe seit jeher am Rande der Wüste. Ich habe um jeden Schluck Wasser in meinem Leben gekämpft. Ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin. Und ich bin hübsch. Aha. Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben, egal aus welchem Dorf. Hat Yetaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, Tamika. So kann man das Ganze auch sehen. Gibt immer eine Möglichkeit. Da ist es. Ich brauche mehr Munition. Mir nach.